Die Stadt Bad Berleburg, eine der wenigen Kommunen im Kreis, die vom Kommunalsoli nicht betroffen ist, hat aufregende Tage hinter sich, aber auch noch eine ganze Menge vor sich. Den Nordrhein-Westfalen-Tag gerade geschafft und schon stehen weitere große Projekte auf dem Plan, so erzählt es uns Bürgermeister Bernd Fuhrmann bei unserem Besuch in Wittgensteins Metropole. Herr Fuhrmann, wir stehen hier auf dem Goetheplatz, eigentlich dem schönsten Platz in Berleburg, wenn ich das so sagen darf. Aber da soll etwas passieren demnächst. Sie haben da ein ganz besonderes Konzept. Können Sie das ein bisschen erklären? Ja, wir sind hier mitten im historischen Stadtkern von Bad Berleburg und wir haben im Rahmen der Regionale Südwestfalen 2013 angeregt, den Platz, den Goetheplatz neu zu überplanen. Das machen wir aber anders, als es bisher üblich war. Wir wollen die Bürger direkt mitnehmen und haben von Anfang an die Bürger hier, die sozusagen hier vor Ort leben, mit einbezogen und planen gemeinsam mit ihm, wie sich dieser Platz in Zukunft entwickeln soll. Das nächste wäre das Bürgerzentrum. Das soll auch neu gestaltet werden. Wie würde das aussehen? Wir haben uns im Rahmen der Regionale 2013 auf den Weg gemacht und ein Leitbild für Bad Berleburg 2020 entwickelt und hier sogenannte Leitprojekte nach vorne gestellt. Dazu ist das Bürgerhaus am Marktplatz ein weiteres Projekt. Es geht darum, in einer Art Jugendforum das Bürgerhaus und den Marktplatz zukunftsfähig zu gestalten und machen das gemeinsam mit dem Jugendförderverein. Das ist ein besonderer Zusammenschluss für Südwestfalen, wo die Vereine in Bad Berleburg zusammengeschlossen sind. Dass es in Wittgenstein die Attraktion Wiesentwelt gibt, ist zurückzuführen auf die Initiative des Schlossherrn Prinz Richard zu seinen Wittgenstein-Berleburg. Das Besondere an dem Wiesenprojekt ist natürlich, dass es auf der einen Seite ein Artenschutzprojekt ist, einmalig in Westeuropa. Erstmals sind 10 Tiere hier in Freiheit lebend vorzufinden. Und gleichzeitig haben wir einen Ort geschaffen in Auwingeshausen, wo sie in der Wiesentwildnis diese Tiere als Besucher quasi sozusagen erleben können. Und das Besondere ist, dass man, wenn man ins Gehege hineingeht, nicht das Gefühl hat, dass die Tiere eingesperrt sind, sondern man kann die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung in einer Kyrillfläche erleben, erwandern das Ganze und wir werden dort in den nächsten Monaten auch ein Wiesenthaus errichten, sodass es auch einen gastronomischen Anziehungspunkt geben wird. Die Stadt Bad Berleburg war neulich Ausrichter des Südwestfalentages. Hat das für die Stadt etwas gebracht an Tourismus oder in irgendeiner anderen Form? Ja, das war schon ein besonderes Ereignis und wir waren in Bad Berleburg stolz, Gastgeber für Südwestfalen sein zu dürfen. Und wir haben das mit allen Vereinen gemeinsam, wie ich finde, hervorragend umgesetzt. Und das war schon ein Aufbruch, der hier stattgefunden hat. Man konnte es deutlich an diesem Wochenende spüren. Alle waren begeistert bei der Sache und waren richtig toll dabei, diese Stadt zu präsentieren, nicht nur quasi als Stadt der Märkte, sondern auch als Stadt der Vereine. Über 200 Vereine und Institutionen gibt es in Bad Berleburg und das ist für eine Stadt mit 23 Dörfern schon ein tolles Highlight gewesen. Die Kurstadt am Rothaarsteig hat sehr viel zu bieten und sie bleibt mit ihrer wunderschönen Lage für viele Touristen ein beliebtes Ausflugsziel. Die Berleburger Bürger jedenfalls sind stolz auf ihre Stadt und das wird an ihren Autokennzeichen sichtbar. Viele fahren schon wieder mit ihrem alten, neuen Nummernschild BLB.